Die Verschärfung der Düngeregeln trifft auch Biolandwirt Timo Opfermann. Auf seinem Hof in Grebenstein in Nordhessen baut er Kartoffeln, Salat und Gemüse an. Gedüngt wird unter anderem mit Kompost. Laut Düngeverordnung müssen Landwirte in Gebieten mit einer hohen Nitratbelastung, den sogenannten roten Gebieten, ihre Düngung reduzieren. Sie müssen 20% unter dem Bedarf der Pflanzen bleiben, was für viele Betriebe geringere Erträge zur Folge hat. Erstmal kommt ein ganzer Schwung mit so einer Düngeverordnung auf einen zu, wo man manchmal dann das Gefühl hat, das überhaupt erstmal zu verstehen, was da auf einen zukommt oder was man da erfüllen soll, ist nicht unbedingt immer ganz einfach. Bei mir sind es dann Auflagen vom RP, die besagen, Kompost dürfen wir nur in gewissen Mengen einsetzen, als Beispiel, wo dann die Frage ist, inwiefern macht das Sinn oder warum dürfen wir das nur in diesen Mengen. Düngeregeln sollen die Böden entlasten und langfristig den Nitratgehalt des Grundwassers verringern. Nitrat im Grundwasser reichert sich hauptsächlich durch eine Überdüngung der Felder im Boden an. Der Stickstoff, der von den Pflanzen nicht aufgenommen wird, gelangt als Nitrat ins Grundwasser. Der Stoff soll im Übermaß gesundheitsschädlich sein. Besonders für Kinder und Schwangere kann die Aufnahme von zu viel Nitrat ernsthafte Folgen haben. So wird Nitrat im Körper zu Nitrit umgewandelt, das den Sauerstofftransport im Blut hemmt. In Hessen werden die Grenzwerte von 50 Milligramm pro Liter in den Gebieten Hessisches Ried, Kreis Darmstadt, Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder-Kreis deutlich überschritten. Aber wie wird ein Landstrich zum roten Gebiet? Das ist sehr stark abhängig, einmal von dem Boden, wie stark das Wasser mit dem Dünger versickert und gefiltert wird. Es hängt ab von dem Regen und es hängt ab von der Landwirtschaft, also ob es Sonderkulturen sind, Gemüseanbau oder Weizenanbau. Und dann haben wir in Nordhessen noch so einen Ausreißer in Waldeck-Frankenberg. Da ist eine Region rot. Das ist wahrscheinlich auf den sogenannten Gülletourismus zurückzuführen. Wir haben in Nordhessen die Situation, dass Gülle aus der Tierhaltung aus Nordrhein-Westfalen extra nach Hessen gefahren werden muss, weil die gar nicht in Nordrhein-Westfalen genug Flächen haben, um das auszubringen. Und dann wird das eben bei uns aufgebracht und belastet in Hessen auch das Grundwasser. Bis sich die erhöhten Nitratwerte in den Böden durch die Neuregelungen verringern, wird es vermutlich Jahre dauern. Was bedeutet das für den Verbraucher? Wie steht es um das Trinkwasser? Das Trinkwasser ist insofern nicht in Gefahr. Wir haben aktuell die Situation, ein Drittel der Brunnen haben wir eine Grenzwertüberschreitung. Aber das wird dann eben mit sauberem Wasser gemischt, sodass wir dann das, was aus der Leitung kommt, dem Grenzwert entspricht. Steigen die Nitratwerte weiter, muss das Wasser zukünftig immer stärker aufbereitet werden und der Wasserpreis würde deutlich steigen. Aber nicht nur das Trinkwasser ist durch zu viel Nitrat belastet, auch die Artenvielfalt ist bedroht. Das kann jeder im Frühjahr beobachten, wenn er durch die Wiesen spazieren geht. Und die Wiesen sind nur noch gelb von Löwenzahn und Butterblume. Das zeigt, dass die Gebiete total überdüngt sind. Also die Artenvielfalt und die bunte Vielfalt, die geht verloren. Und mit der Blütenvielfalt natürlich auch die Vielfalt an Schmetterlingen, an Insekten. Und mit den Insekten die Vögel, die fressen. Für Biolandwirt Timo Opfermann und für seine konventionell arbeitenden Kollegen wie Jörg Kram vom Nachbarhof in Grebenstein wird es also nicht einfacher. Vor allem die Einordnung in rote Gebiete finden sie problematisch und wünschen sich eine Nachbesserung. Manche Messstellen sind durchaus sinnvoll, auch geeignet, aber andere, die sind sehr fraglich. Und wenn aufgrund von einer fraglichen Messstelle oder vom Zustand oder der Geologie dann ein Grenzwert erreicht wird und das dazu führt, dass eine ganze Region oder ganz Region nicht, aber schon großräumig dann Flächen in rote Gebiete fallen mit diesen Einschränkungen für den Landwirt, dann finde ich das schon, das ist fachlich falsch. Wir haben diese Messstellen, die für gewöhnlich auf dem Trinkwasserniveau liegen. Damit sind wir unter einer Linie von mindestens 30 Meter Tiefe, wo wir Minimum 10 Jahre brauchen, die das Wasser bis darunter braucht. Und da ist halt die Frage, ja, wir arbeiten ja hinter unserer Zeit her. Wir kriegen Verordnungen aufgelegt und warten eigentlich noch auf das Ergebnis von vor 10 Jahren. Gucken, wie unser Ratgeber das sieht. Michael Zacharias vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Dort zuständig fürs Grundwasser. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, was sagen Sie konkret zu dem Vorwurf, dass da eigentlich Werte von vor 10 Jahren etwa gemessen werden? Also wir untersuchen für diese Fragestellung den obersten Grundwasserleiter und haben das natürlich auch schon vor 10 Jahren getan.
Und wenn man bedenkt, dass die Düngeverordnung schon 25 Jahre in Kraft ist, dann hätte sich etwas zeigen müssen anhand der Nitratkonzentration. Das ist auch der Europäischen Kommission aufgefallen, was sie deutlich kritisiert. Und zumal die Regelungen und Maßnahmen eben 5 bis 50 Jahre brauchen würden, bis eine Wirksamkeit messbar ist. Okay, sagen Sie noch ganz kurz, was heißt der obere Trinkwasserleiter, Grundwasserleiter? Das ist der nächste Grundwasserleiter zur Oberfläche, zur Erdoberfläche im Prinzip. Und dort können wir die Regelungen am ehesten und am schnellsten erkennen und auch am schnellsten reagieren. Dann. Was droht denn, wenn wir das Nitrat nicht weiter reduzieren würden? Na, wir sind nach wie vor noch verurteilt vom Europäischen Gerichtshof, dass wir eben nicht genug getan haben. Das bleibt auch noch bestehen. Wir müssen jährlich an die Kommission berichten und ein Zweitverfahren könnte wieder eingeleitet werden mit Strafzahlungen von bis zu 850.000 Euro pro Tag standen im Raum. Das ist natürlich saftig. Jetzt sprachen die beiden Landwirte aber auch von eventuellen Einbußen in den Erträgen, wenn sie nicht mehr so viel düngen dürfen. Gibt es eine Entschädigung bzw. auch eine Alternative, wo sie denn mit ihrer Gülle hin sollen? Also Entschädigungszahlungen gibt es nicht. Das ist eine Gesetzgebung, letzten Endes eine Verordnung, die eine bestimmte Form der Bewirtschaftung vorschreibt. Nicht so wie in Wasserschutzgebieten beispielsweise, wo es strengere Regelungen gibt und nachweislich zu wirtschaftlichen Benachteiligungen kommt. Das heißt, das ist nicht vorgesehen und auch Erfahrungswerte zeigen aus der Wasserrahmenrichtlinienberatung, dass es bei einer Düngungsreduktion von 20% nicht zu Ertragseinbußen kommt. Okay. Wie sieht es mit der Gülle aus? Es werden auch Güllebörsen angeboten, sodass Landwirte sich zusammenfinden können und dann die Gülle aus den viehstarken Regionen in Ackerbauregionen transportiert werden können. Ja. Also Gülletourismus ist tatsächlich gewollt sozusagen für den Nitratgehalt. Also sozusagen eine Kröte muss man offensichtlich immer schlucken. Was wird denn in Hessen schon getan gegen zu viel Nitrat im Grundwasser? Also in Hessen gibt es ca. 1700 Wasserschutzgebiete, das entspricht etwa 50% der Landesfläche, in denen es zum Teil strengere landwirtschaftliche Regelungen gibt, die einen vorsorgenden Trinkwasserschutz gewährleisten sollen. Des Weiteren gibt es eben nicht flächendeckend, aber in Teilbereichen, vor allem in den Grundwasserkörpern im schlechten chemischen Zustand wegen Nitrat, eine gewässerschutzorientierte landwirtschaftliche Beratung, bei denen Landwirte unterstützt werden, ihr Flächenmanagement hinsichtlich des Gewässerschutzes zu optimieren. Das heißt ja im besten Fall vielleicht auch einfach weniger Kosten für die Landwirte, dass sie nicht mehr so viel für Dünger ausgeben müssen. Der ist ja auch deutlich teurer geworden in letzter Zeit. Ne? Jetzt haben wir schon gehört, es gibt eigentlich kein Problem für das Trinkwasser im Moment. Das wird entweder aufbereitet oder gemischt mit nitratarmem Wasser. Aber die Wasserpreise könnten steigen. Wie dramatisch könnte das sein? Gibt es da irgendwelche Prognosen? Also wenn sich an Nitratgehalt im Grundwasser grundsätzlich nichts ändert, dann wird man irgendwann kein Grundwasser mehr vermischen können, sodass dass die Nitratkonzentrationen unterschritten werden nach Trinkwasserverordnung. Und da zeigt eine Studie des BDEW, dass die Preise bis zu 62% bei einem 3-Personen-Haushalt steigen können. Oh, das ist natürlich eine ganze Menge. Ne? Wir haben hier mal so eine Beispielrechnung. 217 Euro würden Sie jetzt zahlen und 352 Euro würden Sie dann tatsächlich steigen. Das ist in der Tat ganz schön viel. Kann denn die Nitritbelastung auch stehende oder fließende Gewässer, also Flüsse und Seen, gefährden? Ja, das können sie auch. Für Oberflächengewässer ist aber eher Phosphor ein Problem, da das der limitierende Faktor ist. Also ich brauche viel, viel weniger Phosphor im Gewässer, damit, sage ich mal, es zu weniger Biodiversität kommt und der ökologische Zustand eben gefährdet wird. Gut, ist aber auch in den Düngemitteln mit drin, in den künstlichen zumindest. Also auch da ist es gut, wenn die insgesamt reduziert werden. Genau. Okay, haben wir viel gelernt. Dankeschön, Herr Zacharias, dass Sie da waren. Vielen Dank. Gerne. Also, wenn Sie zu Hause den Hahn aufdrehen, dann ist Nitrat kein Thema. Das Wasser wird so aufbereitet und gemischt, dass die Werte okay sind. Aber wenn wir nicht wollen, dass Wasser immer teurer wird, dann müssen die Nitratwerte tatsächlich weiter gesenkt werden.